Stalingrad, Januar 43. Eine Armee im Todeskampf hört ihre Leichenrede. Und jeder Deutsche, noch in 1000 Jahren, muss mit heiligen Schauern das Wort Stalingrad aussprechen und sich erinnern, dass dort Deutschland letzten Endes doch den Stempel zum Endsieg gesetzt hat. Es hat immer kühne Männer gegeben, die sich geopfert haben, um etwas Größeres für die anderen zu erreichen. Und wenn es nur noch wenige sind, solange ein Deutscher steht, weiße Rücke, wird gekämpft. 91.000 Mann gehen in Gefangenschaft, knapp 6.000 werden heimkehren. Der Armeeführer ergibt sich, obwohl Hitler seinen Selbstmord erwartet. Er verweigert den Gehorsam. Frühjahr 42. Ein Feldflugplatz an der Ostfront. Die 6. Armee erwartet einen neuen Oberbefehlshaber. Der Alte macht Karriere. Er wird Chef der Heeresgruppe. Der Neue, Friedrich Paulus, General der Panzertruppe. Kein Unbekannter im Stab der Armee. Er war ein sehr schmaler, geistvoll aussehender Mann, der mit leiser Stimme sprach, der ein ganz anderer Typ war als der normale Frontoffizier, der also mehr draufgängerisch ist und der nicht so lange überlegen kann und muss, wie sein Generalstabsoffizier eben muss. Auch der Gegner interessiert sich für den Neuen. Die Einschätzung war die, dass es ein sehr guter Offizier der Stabsarbeit gewesen ist, aber kein besonders guter Befehlshaber. Ein Jahr später ist Paulus Feldmarschall und russischer Gefangener. Er galt als Zauderer. Hat das die Katastrophe Stalingrad zur Folge? Dass er ein Zögerer war in vielen Dingen, das waren viele Leute. Und nun, ich will Ihnen mal was sagen, wenn Sie Entschlüsse fassen müssen, von denen das Schicksal der Front, von denen das Schicksal von 300.000 Menschen abhängt, das macht man nicht einfach so. Da zögert man. Frontschicksal im Ersten Weltkrieg. Leutnant Paulus an der Westfront. Die Marine hat ihn nicht haben wollen. Also wird er Offizier im Heer. Den Krieg erlebt er weniger in Schützengräben als in Stäben. Am Ende ist er Hauptmann. Bataillonsadjutant. Nachkriegszeit. Den Sturz der Monarchie empfindet er als Schande. Er wird Freikorpsoffizier. Die Demokratie bleibt ihm fremd. Im 100.000 Mann Heer gilt er als versierter Fachmann. Also mein Vater war ein furchtbarer Schaffer. Also der hat tagsüber seinen Dienst versehen und selbst in Stuttgart, wo er noch Hauptmann war, hat er abends für wehrwissenschaftliche Zeitungen geschrieben. Der hat eigentlich immer nur gearbeitet. Anfang der 30er Jahre, Wünsdorf bei Berlin. Gepanzerte Kraftfahrabteilung 3, Keimzelle der deutschen Panzertruppe. Von Anfang an dabei Friedrich Paulus. Als die Republik ohne Republikaner in der Diktatur versinkt, entwirft der Oberstleutnant schon mit anderen eine neue Waffengattung. Panzerverbände für die Streitmacht künftiger Blitzkriege. Paulus, ein penibler Streber. Der sah aus wie aus dem Ei gepellt. Er war pedantisch, tadellos angezogen und in der Uniform
das Hemd und der Uniform 2 Millimeter, nicht mehr und nicht weniger. Und die Bleistifte auf seinem Schreibtisch waren alle angespitzt und mussten ausgerichtet da liegen. Das war Paulus. 1933. Ein anderer Veteran des Ersten Weltkrieges übernimmt die Macht in Deutschland. Von Anfang an baut Hitler auf die Loyalität des Militärs. Er verspricht, dass der Soldat wieder der erste Mann im Staate sein soll. Das hören die Soldaten gern. Wir eins nehmen die herrliche, ruhmreiche Armee dem alten, stolzen Waffenträger unseres Volkes, die nicht minder traditionsgefestigte politische Führung der Partei treten. Und dann werden diese beiden Einrichtungen gemeinsam den deutschen Menschen erziehen und festigen und auf ihren Schultern tragen. Den deutschen Staat, das deutsche Reich. Begeistert war er bestimmt nicht, aber ich meine, die haben ja damals alle nicht viel gesagt, nicht? Begeistert ist Paulus von einer Vision. Panzertruppen als die Speerspitze künftiger Blitzkriege. Auf Hitler kann man bauen, wenn es um moderne Waffen geht. In Windeseile werden jetzt die Instrumente für den Angriffskrieg geformt. Markig die Devise, nicht kleckern, sondern klotzen. Auch in Moskau setzen sie auf Panzer. Die Militärelite der Roten Armee wurde in Deutschland ausgebildet. Paulus war einer ihrer Lehrer. Stalins Marschall Tuchatschewski sagt, wenn ein Paulus in Deutschland nicht mehr gebraucht wird, wir könnten ihn gebrauchen. Doch der ist in Wünsdorf unabkömmlich. Im Sommer 39 verlässt der Generalmajor den märkischen Sandkasten, wird Stabschef in der Armee des Generaloberst von Reichenau. Der gilt als überzeugter Nazi und wird Ziehvater von Paulus. Reichenau schätzte Paulus außerordentlich hoch ein. Denn die beiden ergänzten sich auch hervorragend. Der Paulus war der gewissenhafte, alles durchdenkende, vorausdenkende, Generalstabsoffizier. Und der Reichenau war der Kommandeur, der sagte, der fasste den Entschluss, so wurde es gemacht, und dann blieb er dabei. Hitlers Krieger Reichenau, fanatisch, aber faul. Stabschef Paulus hält ihm den Rücken frei. Das war ein fabelhaftes Verhältnis. Mein Vater hat gearbeitet und Reichenau hat dann seinen Kaiser Wilhelm drunter gesetzt. September 39, Überfall auf Polen. Die ersten Männer im Staat bekommen Arbeit. Sturmspitze der Wehrmacht, Reichenaus 6. Armee. Bezwingerin der Hauptstädte nennt man sie nach 12 Monaten Blitzkrieg. Der Kriegsherr ist mit seinen Generälen hochzufrieden, überschüttet sie mit Gunstbeweisen. Paulus steht noch in der zweiten Reihe, doch er wird befördert. Chefplaner im Generalstab. Neues Amt, neue Aufgabe. Der oberste Logistikoffizier soll einen Plan überarbeiten. Tarnname Barbarossa. Ziel? Lebensraum im Osten. Überfall auf die Sowjetunion. Vernichtungskrieg. Paulus muss Probleme lösen. Nachschub und Versorgung für den Vorstoß in die Tiefe des russischen Raums. Aber jedenfalls habe ich als 1a der Division, meinem Divisionskommandeur, am Abend des ersten Tages, also des 42., gesagt, Herr General, das wird ein anderer Krieg als den, den wir kennen. Das war da schon klar, dass der Russe ein anderer Gegner war. Das hatten wir noch nie erlebt.
dass Soldaten sich in ihren Löchern totschlagen ließen. Aus dem Planspiel Barbarossa wird im Juni 41 ernst. In 14 Wochen sollen Hitlers Divisionen am Ural stehen. Aber auch der Gegner baut inzwischen neue Panzer. Da ist der Reichenau sofort hingefahren. Hatte immer einen Zollstock bei sich und hat sich alle russischen Panzer angesehen, die da abgeschossen lagen. Und ist in jeden reingekrochen und hat die Panzerstärken gemessen. Und ich werde nie vergessen, dass er an dem Abend zurückkam und sagte, ich habe heute einen Panzer gesehen. Wenn der in Russland vom Band läuft, dann haben wir den Krieg verloren. T-34, Stalins Wunderwaffe. Und die Wehrmacht siegt sich schwach. Als sich im Süden der Ostfront wieder eine deutsche Offensive festfährt, wird Armeechef Reichenau Befehlshaber der Heeresgruppe und Paulus sein Nachfolger. Der hat jetzt statt für Lagekarten Verantwortung für Menschenleben. Die 6. Armee. Der richtige Mann? Am richtigen Platz? Also Paulus war uns damals kaum bekannt. Denn Paulus hatte ja auch nie bisher noch keine Truppenführungsaufgaben. Er war ja immer im Generalstab. Jetzt führt er Truppen. Sommer 42. Die 6. Armee rückt unter Paulus vor. Die Sowjets haben sich zurückgezogen. Vorerst ohne Gegenwehr. Er hat die Armee auch in dem ersten Teil, dem Vormarsch, also durch die ukrainische Steppe in Richtung auf Stalingrad, auch nach dem Urteil, also der ihm unterstellten Truppe, durchaus erfolgreich geführt. Was heißt Erfolg in einem solchen Krieg, in dem mehr Zivilisten als Soldaten sterben, Opfer von verbrecherischer Willkür und Befehlen, die von menschlicher Verrohung zeugen? Reichenaus Ägide war geprägt von ungezählten Kriegsverbrechen. Eine Hypothek für Paulus. Ich sagte ja schon, die Toten da und die aufgehängten Zivilisten. Und da war Paulus sehr erregt und hat dann diesen Härtebefehl aufgehoben. Das war ja auch ein ganz schrecklicher Befehl. Und jeder anständige Soldat konnte das nicht begreifen. Das war doch praktisch, dass jeder Armeeangehörige machen konnte mit Zivillisten, was er wollte. Paulus will mit Kriegsverbrechen nichts zu tun haben, auch nicht im Rücken der Front. Er glaubt, sich davon distanzieren zu können. Allein die Rücknahme von Mordbefehlen Reichenaus verhindert keine Übergriffe. Und daraufhin fuhr der General Paulus mit mir als einem begleitenden Generalstabsoffizier auf einen vorgeschobenen Gefechtsstand bei Charkow. Und ich hatte so, also nicht expressis verbis, aber indirekt den Auftrag, also Paulus immer zu begleiten und vor allen Dingen dafür zu sorgen, dass er seinen eigenen Armeebefehl, den er gebilligt hatte mittags, der musste mittags fertig gebilligt sein, damit er um 18 Uhr spätestens bei den Korps war. Und ich war also sozusagen, sollte dabei sein und hatte den Auftrag, nur dass der Paulus seinen eigenen Befehl nicht umstößt. Der hochgelobte Generalstabsoffizier. Bei Stab und Truppe gilt er als ein Zauderer. Dennoch stehen die Deutschen im August am Don. Die Sowjets weichen weiter aus. Die Wehrmacht soll ins Leere laufen. Hitler hat sein Hauptquartier von Ostpreußen nach Winnica verlegt, mitten in die Ukraine. Hier sucht er die Entscheidung. Warum im Süden der Sowjetunion? Was treibt ihn an? Bestimmend bei der Entscheidung für den Süden, für Hitler, war etwas, was sehr oft für ihn bestimmend war. Nämlich nicht die strategische Lage, sondern die wirtschaftliche.
das Öl des Kaukasus. Stalingrad, die Industriestadt an der Wolga, Hitlers zweites Ziel im Süden. Dafür teilt er seine Streitmacht. Wir wussten, die Amerikaner liefern über Persien, Kaspisches Meer, Wolga. Dort läuft der ganze Nachschub hin. Wenn wir den abbilden können, ist ein ganz großer Vorteil für uns. Und die Russen sind schwer geschädigt dadurch. Dadurch ergab sich die Geschichte, versuchen Stalingrad und Wolga. Ende August beginnt Paulus' 6. Armee den Sturm auf die Stadt, die Stalins Namen trägt. Deutsche Bomber verwandeln Stalingrad in eine Trümmerwüste. 40.000 Menschen sterben. Viel zu spät beginnt die Evakuierung. Na gut, wenn man über Stalingrad flog und überhaupt über diesen ganzen Raum flog, über Frohlauf im großen Donbogen, dann stellte sich natürlich automatisch die Frage, was ist eigentlich da links los, nördlich des Don, wo also, ich meine, ein paar rumänische oder italienische Verbände standen, und was ist also in der Kalmückensteppe los? Diese Armee marschierte ja vollkommen ohne Flankenschutz auf Stalingrad zu. Flankenschutz. Für den Infanteriegefreiten aus dem Ersten Weltkrieg zählt das nicht. Er ist von seinem Ziel besessen. Ich wollte zur Wolga kommen. An einer bestimmten Stelle. An einer bestimmten Stadt. Zufälligerweise trägt sie den Namen von Stalin selber, aber denken Sie nur nicht, dass ich deswegen dort losmarschiert bin. Die könnte ja auch ganz anders heißen. Sondern nur, weil dort ein ganz wichtiger Punkt ist. Den wollte ich nehmen. Und wissen Sie, wir sind bescheiden. Wir haben ihn nämlich. Wir hatten alle den Eindruck damals, dass es Hitler bei Stalingrad auch um die politische Bedeutung des Namens Stalingrad, Eroberung Stalingrad ging. Im Kampf gegen Stalin und Hitler war das eine seiner großen politischen Triumphe, die er feiern wollte. Ausgerechnet Paulus soll ihm den bescheren. Auch Stalin will nun wissen, wer ihm seine Stadt entreißen will. Ich habe verschiedene Aufträge bekommen, um mehr über Paulus festzustellen, weil er unser Gegner war in Stalingrad und das Oberkommando der Frontgruppe war interessiert, mehr über ihn zu erfahren. Und da ich Vernehmungsoffizier gewesen war, hatte ich verschiedene Möglichkeiten, Informationen zu kriegen. Anfang Oktober ist Stalingrad fast ganz in deutscher Hand. Die Stadt vollständig zu besetzen gelingt niemals. Die Wochenschau verkündet wiederholt die Einnahme von Stalingrad. Die Wirklichkeit sieht anders aus. Und niemand weiß das besser als der Führer der Armee. Das Ganze war auf den Lagenkarten der Armee, Heeresgruppe OKH bis zu Hitler, natürlich ein dicker blauer Strich. Das war ja die Front. Die sah aber in Wahrheit jämmerlich aus. Die Front geht quer durch Straßen, mitten durch die Häuser. In wochenlangen Kämpfen, ohne ein Haus zu gewinnen, wird die 6. Armee immer mehr verschlissen. Und in der Fabrikhalle, die war einerseits war russisch, die andererseits war deutsch. Wir saßen also in der Meisterbude und tranken Schnaps. Und dann sagt er, willst du mal gucken, wie gut die Russen schießen können? Hinter also eine Zeitung aus der Tür raus und bums, war da schon ein Loch drin. Das war ziemlich abenteuerlich und besonders, da es auf den Winter zuging, wollte keiner das Dach, was er über dem Kopf hatte, kaputt machen. Da war ein Haus, ich bin da auch mal drin gewesen. Da saßen die Deutschen im unteren Stock, im ersten Stock saßen die Russen, im zweiten Stock wieder die Deutschen, im dritten Stock wieder die Russen. Anfang November, Wintereinbruch in der Steppe. Die Temperaturen sinken auf unter 30 Grad. Die Versorgung der Armee wird immer schwieriger. Munition und Verpflegung werden knapp. Nicht einmal die Hälfte der Soldaten haben warme Wintersachen.
waren sie schon einmal mit einer normalen deutschen Militärausrüstung, also sagen wir mal Unterwäsche, Uniform und ein Wintermantel. Da stehen sie in Russland praktisch wie nackt. Wie nackt? Die Menschen denken, sie haben überhaupt nichts an. Es hilft nur Pelz oder Wattezeug, sonst gar nichts. In der Stawka, Stalins Hauptquartier, kennt man die Lage der 6. Armee und plant den Gegenschlag. Stalingrad soll eingekesselt werden. Die Sowjets wissen, an den deutschen Flanken stehen unzureichend ausgerüstete Verbände, Italiener und Rumänen. Auf diese Chance hat Stalin gewartet. 2000 fabrikneue Panzer vom Typ T-34 fahren auf, zu beiden Seiten der 6. Armee. Vor der Front der Verbündeten. Die haben nichts entgegenzusetzen. Wir haben versucht, ihnen noch Panzerabwehrgeschütze zu geben und sowas ihnen. Aber das war zu wenig und kam nicht mehr richtig an. Die Rumänen hatten die alte 3,7, nicht? Das Panzeranklopfgerät. Und es funktionierte natürlich nicht. 19. November 1942. Der Sturm bricht los. Also man kriegt auch keine Meldung. Es wusste ja keiner, was los war. Und der Armeestab ist am 20. meines Wissens ist der regelrecht überrascht worden, wegen der Stand von den Russen. Da sind die Holter, die Polter nur noch unter Mitnahme ihrer Zahnbürste abgehauen. Die überlegenen Sowjetdivisionen überrennen die Verbündeten der Wehrmacht. Die Wucht der Angriffe ist beispiellos. Der Ansturm gegen die Nordweste, gegen die Nordriegelstellung, nicht, dass dort also Welle auf Welle in die deutschen Maschinengewehre gejagt wurden, wobei die zweite und die dritte Welle schon keine Waffen mehr hatte, sondern die Waffen von den vorher Gefallenen nehmen mussten, um weiter vorzustürmen. Also da sind grauenhaft, haben die Russen grauenhafte Verluste erlitten. Nach 4 Tagen ist der Ring geschlossen. Über 260.000 Soldaten der 6. Armee sitzen in der Falle. Während sich die Spitzen der Sowjetarmeen bei Kalatsch vereinigen, will der deutsche Heerführer umgehend ausbrechen. Paulus bittet Hitler um Handlungsfreiheit. Mein Führer, ich melde Armee eingeschlossen. Ich beabsichtige, die Truppen auf die Donhöhenstraße zurück, auf die Donhöhen zurückzuführen. Wir verlieren dabei viel Material, aber den Menschen erhalten wir. Und dann wurden weitere Sprüche, da kam immer wieder zurück, Stalingrad halten ist kriegsentscheidend. Funksprüche an einen Eingeschlossenen. Manstein verspricht Paulus, ihn herauszuhauen. Die Generäle der 6. Armee wollen nicht warten. Seydlitz drängt zum Ungehorsam. Der hat wörtlich gesagt, schmeiß deine Funkgeräte zusammen, wissen Sie. Schmeiß deine Funkgeräte zusammen, hör nicht mehr drauf, du musst jetzt allein hier handeln. Hat er ihm eingebläut. Der Armee wird die Versorgung aus der Luft versprochen. Blanke Illusion. 700 Tonnen täglich brauchen die Soldaten. 500 garantiert die Luftwaffe. An wenigen guten Tagen kommen gerade 100 Tonnen rein. Doch Paulus handelt nicht. Er hofft auf Besserung der Lage. Die Bedenken gegen die Führung der Armee wurden immer größer. Und man betrachtete zunehmend den Paulus als einen Kunktator. Dass er zögerte, obgleich er die Situation der Truppe eben kannte, einen selbstständigen Entschluss zu fassen, den wir eigentlich von ihm erwartet hatten, den Ausbruch von sich aus zu befehlen und dann, wenn er gelungen wäre, dann zum Hitler zu gehen und zu sagen, hier hast du meinen Kopf, aber ich habe meine Soldaten gerettet. Eine Armee gräbt sich ein in der Schneewüste um Stalingrad. Ihr frisch ernannter Generaloberst gibt die Durchhalteparole aus. Männer, haltet aus, der Führer haut euch raus. Glaubt Paulus selbst daran?
Ich wünschte, Paulus wäre ein York und bräche auf eigene Verantwortung aus. Aber er ist keiner. Ich höre Reisinger noch. Das ist die Antwort. Aber ihm daraus einen Vorwurf zu machen, das darf man nicht. Noch gibt es Hoffnung. Drei Panzerdivisionen sollen einen Korridor zum Kessel schlagen. Nur eine ist voll einsatzfähig. Ein verzweifelter Versuch. Die letzte Chance. Wir hatten schon damals im Unterbewusstsein die Hoffnung, dass Manstein uns retten könnte. Wobei wir ja sowieso, auch eben gerade in dieser gesamten Zeit, immer, jedenfalls in meinem Bereich und auch ich persönlich, immer davon ausgegangen sind, das kann hier nur eine vorübergehende Einschließung sein. Das kann nicht möglich sein, dass die Kräfte der deutschen Armee so gering sind, dass wir hier nicht wieder rauskommen aus diesem Klamassel. Die Kräfte sind gering. Weihnachten in Stalingrad. Die Männer in vereisten Erdlöchern. Sie klammern sich noch immer an die letzte Hoffnung. Und jetzt in der Nacht sahen wir dann schon über die Steppe unten die Leuchtzeichen. Ich sagte, Mensch, die kommen, sind schon fast da. Noch zwei Tage, halten wir durch, dann geht's bei uns los. Und dann ging es nicht mehr. Die kamen nicht weiter. Wir konnten 60 Kilometer, das geht nicht. Wenn sie nichts haben, nicht mal mehr einen Liter Sprit. Die Rote Armee ist sich ihres Sieges sicher. Am 8. Januar bietet sie die ehrenvolle Kapitulation an. Paulus lehnt ab, erlässt einen Armeebefehl. Parlamentäre sind durch Feuer zu vertreiben. Ein Schießbefehl? Es ist ja nicht gesagt, sie sind zu erschießen, sie sind zu vertreiben. Nicht? Und ich glaube schon, wenn man, also ich will es mal jetzt ganz praktisch, wenn ich da im Parlament hier ankommen sehe und schieße über den weg, nicht? Dadurch vertreibe ich ihn ja auch schon, ich muss ihn ja nicht erschießen. Tagesration am 13. Januar, 50 Gramm Brot. Paulus glaubt noch immer durch sein Aushalten starke russische Kräfte zu binden. Täglich sterben Tausende. Ihr Befehlshaber schickt einen jungen Offizier zu Hitler. Die Mission des Hauptmanns Winrich Beer. Er war gefasst verzweifelt, will ich mal sagen. Er konnte sich als Oberbefehlshaber ja auch nicht gehen lassen. Es war auch kein Mann, der sich gehen ließ. Aber er sagt ihm doch, wir versuchen sie das Beste. Ich weiß nicht, ob er wirklich glaubte, dass meine Mission wirklich von Erfolg gekrönt sein konnte. Aber er wollte alles getan und versucht haben, um im Führerhauptquartier darauf zu dringen, dass für Stalingrad geholfen wurde. Hauptmann Beer hat noch eine zweite Mission. Er nimmt einen Brief von Paulus mit an seine Frau. Ein Abschiedsbrief. Darin gibt sich der Generaloberst im Glauben starr. Ich stehe hier, wo ich stehe, als Soldat und auf Befehl. Während die Armee stirbt, flüchtet Hitler sich in Trugbilder. Er berichtete zum Beispiel über eine SS-Panzerarmee, die im Raum Stalino ausgeladen wurde und die dann Stalingrad entsetzen sollte. Ich wusste von Feldmarschall Manstein schon, dass diese Armee schon bei der Ausladung von russischen T-34 zusammengeschossen war. Und dann erzählte mir der Führer, dass diese Panzerarmee 400 Kilometer durch Schnee und Wind und so weiter Stalingrad entsetzen sollte. Das war so offensichtlich Mumpitz. Im Kessel stellen Sie die Frage, wie man sterben soll. Was macht man? Und es war allgemein eigentlich, dass gerade die Offiziere sagten, also hier hilft eigentlich nur, dass man die Pistole nimmt, ja. Und da erlebten wir, dass ein Regiment von einer Division von uns, ein Artillerieregiment, der Kommandeur alle Offiziere zu sich bestellte und haben sie den letzten Schnaps ausgetrunken. Und da hat der Kommandeur gesagt, alle Pistolen raus, an die Schläfe, bums. Und da hatte in diesem Moment dieses ganze Regiment keinen Offizier mehr. Kapitulation ausgeschlossen. 6. Armee erfüllt ihre historische Aufgabe.
Hitler bleibt hart. Stalingrad soll ein Fanal sein. Bis zum letzten Mann. Leute, ihr wisst, es ist zu Ende. Ich bedanke mich bei euch im Namen von allen noch einmal für das, was ihr geleistet habt. Jetzt für uns geht's zu Ende. Also alles gut. Rauf, da hielt er mir schon die Maschinenpistole vor den Bauch. Uri, das war das Erste. Uhr weggenommen. Pistole konnte ich behalten, aber Uhr war ich los. 30. Januar 1943. 10. Jahrestag von Hitlers Machtergreifung. Aus dem letzten Gefechtsstand ein letzter Funkspruch. Noch weht die Hakenkreuzfahne über Stalingrad. Heil mein Führer, Paulus, Generaloberst. Er hatte plötzlich also einen Buckel bekommen. Er war irgendwie gebeugt. Ich sah sein Gesicht, es war fahl. Und ich bekam den Eindruck, dass also hier ein Mann stand, der unter der ungeheuren Bürde der Verantwortung also eigentlich fast am Zusammenbrechen war. 31. Januar. Das Ende im Keller. Hitler hatte ihn per Funk zum Feldmarschall ernannt und erwartet, dass er sich erschießt. Doch Paulus lässt sich gefangen nehmen. In den ersten Minuten befürchtete er, erschossen zu werden. Er wusste nicht, was auf ihn zukam. Aber er war sehr gefasst. Er war überhaupt ein ungewöhnlich gefasster Mann. Ohne jeden Widerstand geht der Armeestab in Gefangenschaft. Je höher der Dienstgrad, umso besser die Überlebenschance. Von 23 Generälen kehrt nur einer nicht zurück. Der Feldmarschall wird in einem Dienstwagen davongefahren und der Presse vorgeführt, als Trophäe des Sieges. Die Leute waren froh und waren stolz darüber, dass ein deutscher Feldmarschall, Generalfeldmarschall, in die Gefangenschaft geraten ist. Die Bilder des gefangenen Feldmarschalls gehen um die Welt. Auch in Berlin werden sie ausgewertet. Am Abend noch, da haben sie meinen Mann und mich in die zu sich bestellt und da sollten wir die Fotos identifizieren von meinem Vater, weil die an sich nicht sehr klar waren. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich habe meinen Vater nur von der Seite gesehen, aber ich habe ihn an seinen Händen erkannt. Erste Vernehmung im Stab der Donfront. Paulus soll kapitulieren. Er weigert sich. Als Gefangener könne er keine Befehle geben. Die Schlacht um Stalingrad, sie endet ohne Kapitulation. Der sowjetische Geheimdienst legt ein Dossier über Paulus an und verfrachtet ihn in ein Kloster bei Moskau. Gefangenschaft in Sustal. Sommer 43. Aufruhr hinter Stacheldraht. Deutsche Offiziere stellen sich gegen Hitler. Paulus verweigert sich. Aus der Gefangenschaft heraus, unter dem Anschein der Zusammenarbeit mit einem Kriegsgegner, gibt es für mich keinen Handlungsspielraum. Das ist eben typisch. Paulus hat sich erst nachdem gewissermaßen durch den 20. Juli, durch den Attentatsversuch und dadurch, dass also ein paar Feldmarschälle aufgehängt wurden, war gewissermaßen der Widerstand gegen Hitler eine gewisse Legitimation aus Innerdeutschland erfahren hatte. Ja, erst dann hat er sich auf diese Seite geschlagen, ja. Paulus und Pieck, der spätere DDR-Präsident. Erst als Hitlers Krieg schon fast am Ende ist, offenbart der Chefplaner von Barbarossa neue Einsichten. Es handelt sich um einen von Hitler mitten im Frieden vom Zaune gebrochenen Raub- und Eroberungskrieg, wie die Welt noch keinen sah, der noch dazu mit Methoden geführt wird, die gleichfalls völlig einmalig sind in der bisherigen Weltgeschichte. Es hat ja wohl sehr lange gedauert bei Paulus. Diese kritische Bemerkung hörte ich sowohl bei der Redaktion als auch bei Gesprächen im Hotel Lux. Und ich habe Verständnis dafür, weil das seinem Charakter entsprach,
vorsichtig zu sein, abwägend zu sein. Aber ich habe es doch sehr bedauert, weil eine frühere Erklärung im Herbst 1943 eine viel größere Bedeutung gehabt hätte, sowohl für ihn selbst als auch für die Tätigkeit des Nationalkomitees Freies Deutschland. In Deutschland Sippenhaft für die Familie Paulus, Rache des Regimes an Frau und Kindern. Der hat uns empfangen, hat meiner Mutter gesagt, sie sollte jetzt ihren Namen ablegen, denn sonst wären wir vor der Volkswut nicht geschützt. Das hat sie abgelehnt. Das Ende des Krieges erlebt der Gefangene in Wojkowo, einem Generalslager bei Moskau. Sowjetmarschall Schukow bei der Siegesparade auf dem Roten Platz. Vor seinem obersten Kriegsherrn. Die liebste Trophäe des roten Diktators, der gefangene Feldmarschall. 9 Monate später, Nürnberg, das Gericht der Sieger. Ein Paukenschlag, Paulus, Chefplaner des deutschen Generalstabes, als Zeuge der Anklage. Ich schwöre bei Gott, die Ohnmächtige in Omniscient, dem Allmächtigen und Allwissenden, that I will speak the pure truth, dass ich die reine Wahrheit sagen, and will withhold and add nothing, dass ich nichts verschweigen und nichts hinzusetzen werde. Seine früheren Vorgesetzten Göring, Keitel und Jodl belastet er schwer. Zum Schicksal seiner Soldaten weiß er weniger zu sagen. Da wurde er gefragt, was mit den Gefangenen war. Und wissentlich, dass von den Gefangenen praktisch über 90% damals schon tot waren, hatte da in Nürnberg einem Journalisten gesagt, sagen Sie den Frauen und Müttern, den Kriegsschiff, den Stalingrad gefangen geht es gut. Also das halte ich für unverzeihlich. Dem Stalingrad-Gefangenen Paulus geht es gut. In einem Moskauer Vorort, mit eigener Datscha, mit eigenem Koch und Burschen. Aber Stalin denkt nicht daran, ihn zu entlassen. Stalingrad lässt ihn nicht los. Warum ist er nicht ausgebrochen? Immer wieder sucht er eine Antwort. Da stirbt Stalin. Und der Vogel im goldenen Käfig hat keinen Aufseher mehr. Paulus will zurück nach Deutschland. Ost. Im Westen fürchtet er Kritik und Schmähungen. Die DDR garantiert Abschottung. Auf hohem Niveau. Wir wollen mal ganz ehrlich sein, die haben ihn fantastisch untergebracht, sie haben ihm alle Möglichkeiten gegeben, sie haben ihn gut behandelt. Am Anfang war es ein bisschen schwierig, weil man zu sehr merkte, dass er auf Schritt und Tritt also überwacht wird. Aber komfortabel. Im Dresdner Nobelviertel Weißer Hirsch, ein repräsentatives Anwesen. Die kasernierte Volkspolizei kümmert sich um Kost und Logis. Die Familie Paulus darf den Kriegsheimkehrer jederzeit besuchen. Aber ihre Heimat bleibt der Westen. Bilder aus dem Familienarchiv. Ein dichtes Netz von Informanten sorgt für die staatliche Sicherheit. Der Bewohner des Objekts ist ehemaliger General der faschistischen Wehrmacht. Eine Kontrolle ist daher erforderlich. Also den Hausmeister habe ich nicht getraut. Und nachher hieß es, als alles vorbei war, der Schlimmste war der Chauffeur, der größte Stasi. Die wenigen Versuche Paulus für den Kalten Krieg der Worte zu gewinnen, wirken deplatziert. Ich bin weder Ost noch West, ich bin Deutsch, erklärt der Heimkehrer. Im Land der Arbeiter und Bauern bleibt der Feldmarschall ein Fremdkörper. Im Allgemeinen haben alle ihn mit Herr Feldmarschall angesprochen. Ausgehend davon, und das war eine Diktion, die vom Minister Stoff gegeben wurde, ein Feldmarschall geht nie AD. Und folglich, auch wenn er aus dem aktiven Dienst ausscheidet, bleibt er Feldmarschall. Die kasernierte Volkspolizei, Vorläufer der NVA. Paulus hat mit ihrem Aufbau nichts zu tun. Diese Männer orientieren sich an den Siegern von Stalingrad. Das Objekt Terrasse fährt zwar nicht gen Westen, doch ein Bild vom neuen Deutschland macht er sich gleichwohl. Der Feldmarschall hat regelmäßig in der Woche 2-mal über den Kurierweg eine
Tasche bekommen, in der die neueste Ausgabe des Spiegels enthalten war. Und die neuesten Ausgaben, die Tageszeitungen Frankfurter Allgemeine und die Welt. Er hat den Spiegel sehr aufmerksam gelesen und häufig in Gesprächen auf Argumente des Spiegels, ist häufig auf Argumente des Spiegels in Gesprächen eingegangen. Und über allem steht das Trauma Stalingrad. Ende 55 kommt eine tückische Krankheit hinzu. Ein unheilbares Nervenleiden. Die haben dort erstens mal den Professor Bürger kommen lassen aus Leipzig, der war ja eine Kapazität. Dann haben sie Ärzte aus Moskau kommen lassen. Dann haben sie ihm Pflegepersonal ins Haus gelegt, aber es war ja nichts zu machen. Das ist ja eine Krankheit, die nicht heilbar ist. Nach monatelangen Therapieversuchen stirbt Friedrich Paulus am 1. Februar 1957. Bis zum Schluss behütet von der Stasi und der ostdeutschen Armee. Oberst Adam hat mich angerufen und hat gesagt, hören Sie zu, es kommt eine Aufgabe auf Sie zu, Feldmarschall Paulus ist verstorben, wir müssen das finanziell abwickeln, organisieren Sie das. Und da wurde von Seiten der damaligen Hochschule für Offizier ein Stab organisiert, der also der eine hatte für das Begräbnis zu sorgen und der andere hatte für das zu sorgen und der andere, und ich hatte die ganzen Rechnungen zu sammeln, die ganze finanzielle Abbildung zu organisieren. Trauerfeier für den toten Feldmarschall auf Staatskosten. Ein Privatfilm der Familie. Auf ihren besonderen Wunsch durfte auch ein Pfarrer sprechen. Am Tag der Beerdigung wird die Akte des Objekts Terrasse offiziell geschlossen. Friedrich Paulus wurde 66 Jahre alt. Er überlebte Stalingrad um 14 Jahre, einen Tag und 6 Stunden. Im Nachkriegsdeutschland ist er niemals angekommen.